ein Jahr rum. Unglaublich. Wirklich? Echt. Aus der Wäsche guckt man dumm. Und fühlt sich schlecht. Im Sommer war die Hoffnung doch so groß. Corona schien vorbeizugehen an den Stränden. Doch statt zu enden, ging der Mist von vorn los. Wer jetzt allein ist, will es lieber bleiben. Auf Abstand, zu den Massen, bleibt zu Haus. Wer nicht die Zeit auf Intensivstationen will vertreiben, wird sich den Tag, die Stunde selbst verschreiben. Da er zum Boostern geht hinaus. Was war das für ein sprödes, blödes Jahr? Der Virus allem hart im Wege stand. Vergessen fast, wie schön es früher war. Daheim klatscht Vater Kinder an die Wand. Gewalt und Depression nahmen zu, gar mancher schrie sich frei auf deutschen Straßen. Man hätte doch von allem seine Ruhe. Na, man bräuchte sich nur impfen lassen. Besieht man sich das Jahr noch mal von hinten? Man muss es ja nicht stets von vorne machen. Na, irgendwas Positives da zu finden? 2021. Hm? Was zum Lachen? Ja, im Dezember hat die Merkel frech beim Zapfenstreich gesessen und das Bundeswehr-Militärblasblech. Du hast den Farbfilm vergessen, zu spielen gezwungen. Oh, das hat echt schräg geklungen. Zum Glück hat sie nicht mitgesungen. Kurz vorher spielte noch ganz andere Noten. Die Kapelle für die Bundeswehrtoten. Sinnlos gestorben für den Wahn. Verteidigung der Demokratie in Afghanistan. Apropos Demokratie. Man muss ja die, trotz Mängeln, nicht gleich in die Tonne treten. 2021 wurde weltweit so oft wie noch nie das Wahlvolk an die Urne gebeten. Nur im schönen Thüringer Land, wo die Frage im Raume stand, den Landtag aufzulösen und neu zu wählen, wollt man die Wähler nicht unnötig quälen. Angst, dass wieder die Falschen siegen und Blumensträuße durch den Landtag fliegen. Jedenfalls im September von einer Wahl befreit, hatte Thüringen Landtagswahl, Wahlfreiheit. Juhu! Bei all dem Gewähle viel zu spät stand wieder die Frage, was an Stühlen so steht im neuen Bundestage. Ist dort in Berlin der Höchstwert erreicht, also bei der Abgeordnetenzahl, war's das schon? Oder zieht der nächste Bundestag vielleicht ins Berliner Olympiastadion? Musste sich erheimen. Jetzt regiert Rot-Gelb-Grün. Die gehen ja so eng miteinander, sogar zu dritt aufs Klo. Auch eine neue Situation. Wir werden regiert von einer Koalition. Dabei wollten die Grünen doch an die Spitze. Der Habeck hat in umnachteter Nacht. In privater Absprache. Das Annalenchen. Also die Baerbock. Zum Gärtner gemacht. Schlimm genug, das Annalenalein. Darf treten jetzt vor Putins Schienenbein. Darf das Verhältnis zu Russland einfrosten. Wir wollen's warm. Es steigen die Erdgaskosten. Bundeskaspar Olaf Scholz kriecht durchs demokratische Unterholz. Hinter sich. Comex und Wirecard. Das lässt ihn kalt. Er ist unsere neudeutsche Lichtgestalt. Nun haben wir eine Regierungsampel, die dauernd auf Gelb steht, weil sich ja das ganze Gehampel meistens um Geld dreht. Und jetzt haben's doch nun wirklich alle gehört. Der YouTuber Rezo hat die CDU zerstört. Nein, Scherz, Laschet, die alte Grinsebacke, ritt die CDU voll in die Kacke, assistiert und ständig von Söder gepiekt, damit der Laschet den Kanzlerstuhl nicht kriegt. Im August kamen die Taliban überraschend schnell in Kabul an.
Wären Sie bei Olympia mitgetrabt, im Marathon hätten Sie eine Chance gehabt. Ach ja, Tokio, Olympia. Deutsche Sportler waren auch mit da. Wenig Medaillen. Die Sportfans stehen stumm. Manfred Ewald dreht sich im Grabe um. Im Juli Zerstörung durch Wasserkraft. Keine Warnung. Sirenen waren abgeschafft. Im Ahrweiler hat's 140 Leute hinweggerafft. Wer wird bestraft? Kommt wer in Haft? Das haben deutsche Beamte geschafft. Offenen Munds hat das Volk gegafft. Aber aus Klimagründen und zu Ehren der Toten wurden Plastiktrinkhalme verboten. Und um das Weltklima endlich zu retten, sah man 25.000 Delegierte nach Glasgow jetten. Wie schön die Welt ist, so voller Pracht, bevor zur Sau der Mensch sie macht. Erfurt grünte und blühte bis in nördliche Auen. Zur Bundesgartenschau konnte man's beschauen. Im März kam die Ever Given daher und legte sich im Suezkanal einfach einmal für 6 Tage lang quer. Wenn ein schräges Schiff es will, steht die Weltwirtschaft fast still. Vieles wird knapp. Die Angst steigt hier. Man plant schon das Recycling von Klopapier. 2021 war wirklich ein Scheißjahr, weil das Wetter zum Beispiel ein großer Scheiß war. Rekordtemperaturen, dazu Vulkanausbrüche, Terror und Tod und Leichengerüche, Sturm aufs Kapitol und Brexit, das war noch zu vermelden im Januar. Oh, das ganze Jahr täglich Tagesthemen, die uns die Freude am Leben nehmen. Das Beste ist, man bleibt zu Haus. Schaltet aber die Nachrichten aus. Zieht den Internetstecker, zertrümmert den Wecker, legt sich möglichst nicht allein ins Bett. Dann wird es nett. Demnächst zählt es nicht mehr zu den Sünden, wenn wir uns einen Joint anzünden. Die Tüte geht von Mund zu Mund. Kiffen, sagt mancher. Das sei gesund. Das wissen wir seit Generationen, weil wir Thüringer ja am Kiffhäuser wohnen. Mm. Vielleicht noch ein Bier. Oder ein Wein. So ist's zu ertragen. Auch ein Aru darf noch rein. Oh. Und es kann sich verpissen, das Jahr. 2021.